Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 81. Und wie ihr euch sicher noch erinnert, haben wir es geschafft, durch ganz legale sterbliche Wege hier hinzukommen. Dann können wir direkt ein bisschen Lila skillen. Das finde ich gut. Und dann können wir uns im Nachhinein, wenn wir das dann hier geschafft haben, mal gucken, wie wir hier wegkommen. Weil ich glaube, hier durch die Lava wegzusterben, ist eher uncool. Sehr schön. Dickes Leben. Nein, das war falsch. Das war richtig. So, haben wir den Talentpunkt verteilt? Die hier haben wir. Dann können wir das. Mana kosten, Schüsse und Stiche. Das ist gut. Und noch gezielter Schuss basteln. Schön. Und wenn wir dann 70 sind, gucken wir auf eine Skillung, die damals wirklich angesagt war. Aber das machen wir dann. Wenn es dann soweit ist. Aber ich meine im Kopf drum, es war wirklich Beastmaster. Aber werden wir ja dann sehen. Ja, die Tasche ist schon wieder voll. So ein Mist aber auch. Können wir da wegtun. Sagen, schmeißen den Kuchen weg. Flop. Zur Not können wir noch den Sternrubin wegschmeißen. Mein Fall kann ich um die Ecke schießen, aber sein Feuerball. Soll einem mal einer erklären. Oh Mann, hier ist blaue Dropzone, glaube ich. Ja? Das ist, wenn man dann die Sachen haben will. Doppen. Oh, im Prinzip eigentlich gar keine schlechte Sache. Das auch mit meinem Vergleich, meinem Vergleich. Meins hat 12 Beweglichkeit, das hat 17 Int. Das ist nicht schlecht. Ich will lieber Sachen mit Beweglichkeit truppen. Aber bitte keine Platte. Dann droppen sie da nichts. Unglaublich. Wieder was Mana haben, gucke ich mal, ob man die auch zähmen kann. Nicht zähmbar. Ich meine, mittlerweile geht's aber. Einiges geändert. Wie zum Beispiel auch da die eine Quest, die wir eben gemacht haben, die es nicht mehr gibt. Der fliegt im Dorfzone. Nein. So ein Mist, so ein Mist. Also ich die, ja, bestimmt von der Kiste kann sein. Gut.
bin mal gespannt jetzt bald auf den neuen Warcraft-Film. Eins von Freunden ist gut. Ein Freund von mir, der hat jetzt letzten Monat schon Karten vorbestellt. Ich glaube, das werde ich nicht tun, Karten vorbestellen. Ich werde auch nicht am ersten Tag gehen. Ich gehe dann, wenn schon ein bisschen gelaufen ist. Interessieren tut er mich ja trotzdem. Ein anderer Freund, der auch hier auf dem Server spielt, der hat gesagt, der wird ihn auch gern oder wird ihn auch gucken gern. Und nicht warten, bis der rauskommt. Und das ist bestimmt cool im Kino. Und so wie ich gehört habe, soll es wohl auch mehrere Teile geben. Ich bin mal gespannt. Ich meine, es gibt ja auch viele Bücher davon. Ich glaube, 12 oder 13 Bücher gibt es sogar, wenn nicht noch mehr. Aber ich weiß ja nicht, wie weit ihr lest. Ich lese schon mal gerne. Aber ist ja nicht jedem seine Sache. Ich sagte doch keine Platte. Plopp, Platte. Auch wenn ich mich irgendwann verfluchen werde, dass ich die ganzen Tränke am Schlürfen bin. Aber die wirklich guten habe ich ja endlich getrunken. Ich fand das zu schade, um die einfach wegzuschmeißen. Muss ja schlürfen. Ich jetzt hier? Jetzt machen wir oben im Berg. Die Stelle hier ausgedacht hat. Können wir auch mal gucken, ob wir so ein Ding, einen starken für Ruf eintauschen können. Ich habe nie wirklich der Ruf gefarmt. Fand ich nie für wirklich wichtig. Weiß gar nicht. Mal gucken, mal gucken. Weltbosserufraktionen. Schaden. Okay, das ist auch eine seltene. Ja. Schon allein deswegen. Weil. Ich bin gerade am gucken, was ich wegwerfen kann. Ist mit dem Schattenzauberschaden. Ja, was tun wir weg? Voll. Scheiße, ist eigentlich zu schade. Ach, scheiße, was drauf. Ja. Und zwar mit dem Schattenzauberschaden, das war. Etwas vorher. Bevor 248 war, gab es das nämlich noch nicht mit Int. Wir können mal gucken. Zum Plop. Einfach nur Schadensboni. Und wenn man zum Beispiel Schattenhexe ist, musste man halt auf Schattenzauber oder Schattenschaden oder Schattenzauberschaden. Boah. Dann gibt es noch Feuerzauberschaden. Heilig, klar, für die Heiler. Frostfeuerschaden, Naturschaden, Arkanschaden. Muss man alles beachten.
Aber das ist jetzt hier nicht mehr so, weil hier ist nämlich schon die Tempowertung drin. Und die kam erst später. Mit 248 kam die nämlich. Aha, hier. Also, ich weiß aber nicht, wie die heißen hier. Finde ich sehr auf Anhieb. Thoriumbruderschaft. Okay, hier gibt's. Hier gibt's quasi Waffen. Beziehungsweise Rezepte. Und den Hammer, den braucht man. Wenn man den Hammer von Ragnaros, den legendären, haben möchte, braucht man diesen Hammer, um den dann weiter zu schmieden. Das heißt, man musste quasi auf jeden Fall. Das ist so ähnlich wie jetzt in dem Teil violettes Auge oder Schwarzen Tempel, die Ruffraktion, weiß ich gar nicht, Todeshörigen. Da kriegt man ja auch tolle Sachen. So was in der Art war das quasi. Quasi Content-Fraktion. Tja, wie gesagt, hier fällt ziemlich viel Grün. Tja, so langsam weiß ich nicht mehr, was ich wegschmeißen soll. Ich brauche definitiv größere Taschen. Was für Taschen haben wir denn? 12er. Ich muss mir mal 16er Taschen machen. Ich meine, machen mittlerweile kann ich die, ja, aber trotzdem. Unbedingt machen. Steht auf meiner To-Do-Liste für nächste Mal. Und was macht diesen Server auch noch sehr attraktiv macht, finde ich persönlich, ist, dass man hier Multi-Account machen kann. Das kann man nicht überall. Auf ein paar Servern ist das verboten. Tatensachen, ehrlich. Warum das auf ein paar Servern verboten ist, das weiß ich allerdings nicht. Superkleber? Nein. War richtig. Davon war dieser komische Hut. Weil ich glaube nicht, dass wir die Quest noch machen werden. Daher kein Problem, können wir die nämlich einfach abbrechen. Oh, ich glaub's nicht. Es ist ja hier der Wahnsinn. Ist hier wirklich der Wahnsinn. Ich meine,
Ich finde ja schon mal viele blaue Sachen, aber so viel habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden, am Stück quasi. Oder die werden so wenig getötet, dass die quasi schon die blauen Sachen ansammeln hier. Hätte ich noch gewartet, hätten sie nur Lila gedroppt. Oh, das war falsch. Naja. Es ist jetzt nicht so tragisch wie Tja. Schmeißen weg. Aber fehlt immer noch ein. Drei Stück fehlen mir noch. Noch welche? Jawohl. Wollte sagen, ist er immer noch hinter mir? Nein, er guckt nur in meine Richtung. Können wir direkt was essen, trinken, haben wir wieder was mehr Platz. Naja, nicht wirklich, aber gut. Ich habe keine Seelenstärke mehr. Aber ist bald nicht mehr so tragisch, weil bald können wir auch die etwas größeren Sachen trinken. Davon müsste ich noch welche haben. Mit meinem Alchemisten. Weil da habe ich recht viele gebraut. Weil die kann man einmal gut verkaufen. Das ist unglaublich hier. Die kann man immer gut verkaufen und ja, und selber nutzen, ne? Kriegst du immer aufs Maul, ey. Unglaublich. Ich hab's mir fast gedacht. Klassischerweise wird es mir nicht angezeigt, dass man die Kirschen gerade eben war, ja. Weiß, ob es ein Bug war. Dass man die direkt kirschen kann. Ich hätte es nicht tun sollen. Jojo. So, machen wir mal ab hier wieder und dann gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Oder ob wir hier rauskommen. Aber wir haben schon mal 60 Dinge. Ich glaube, das reicht. Ich weiß nicht, wie viel man abgeben muss. 60? Wann bin ich mal gespannt. Ja, hier. Nämlich dieser Weg. Gut, das ist der eingestürzte Weg von einer Seite. Okay. Für den hier. Ach, einer anderen quasi. Okay. Das heißt, wir hätten sowieso durch also wir hätten sowieso hier durch eine Höhle gemusst
um dann da um die Ecke zu gehen. Das ist ja interessant. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Wir werden aber erstmal die Quest abgeben gehen. Weil der sitzt da auf Toilette. Das, ich weiß gar nicht, die Quest gibt es glaube ich, aber ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Und da ist Let's Play WoW. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst doch ein Abo da, teilt das Video, liked das Video und wir sehen uns. Auf Wiedersehen.